So, hello there. Ich melde mich zwar aus der Natur, aber naja, diesmal nicht in Schweden oder Skandinavien, sondern diesmal einfach aus dem Garten. Genau, weil heute wird es ein Video von innen geben, wie euch wahrscheinlich aufgefallen ist. Auf meinem Channel gibt es im Moment nicht wirklich viel Content. Ja, deswegen habe ich mich jetzt dafür entschieden, einfach mal einen neuen Content auszuprobieren. Heute gibt es mal ein Kochvideo. Genau, ich koche heute prinzipiell einen gebratenen Reis mit einiges an Gemüse und noch ein bisschen Hackfleisch drin, ein paar chinesischen Soßen. Genau, werde auch eine Vollanleitung zu machen, wie man es natürlich nachkochen kann. Ja. So, kommen wir zum Zutaten. Zwei Packungen Milchreis, ein Bund Lauchzwiebeln, eine Packung Cherrytomaten, drei Karotten, eine grüne Paprika, eine rote Paprika, eine gelbe Paprika, drei kleine Zwiebeln, 400 Gramm gemischtes Hackfleisch, drei Knoblauchzehen. So, hier im Hintergrund ist der Reis schon fleißig am Kochen. Das heißt, dass die ganzen Zutaten schnibbeln. Ja, dann alles zusammen in den Wok rein. Nur ein bisschen abwürzen. So, also es ist jetzt alles klein geschnitten. Hier ist schön das ganze Gemüse drin. Ist ja doch einiges geworden, ist aber auch einiges an Reis geworden. Genau, ich habe jetzt doch nur eine Packung anstatt zwei benutzt. Da war ich beim Einkaufen ein bisschen gierig, weil die eine Packung ist doch ganz schön viel geworden. Dann haben wir das Hackfleisch auch gewürzt. So, jetzt kommt hier ein Bock, ein bisschen Erdnussöl rein. Und dann wird als allererstes hier das Fleisch angebraten. Dann kommt später noch das Gemüse dazu und dann plus der Reis. Dann wird alles noch gemeinsam angebraten. Ja. Dann kommen noch hier, erst noch eine Sojasauce. Und so eine spezielle Auswahlsoße, noch einen Geschmack mit rein. Genau. So, jetzt hat das Fleisch eine schöne Farbe bekommen. Jetzt kommt das Gemüse dazu und wird auch angeschützt. Eine kleine Prise Zucker hinzugeben. So, jetzt heißt es würzen. Noch etwas Knoblauch hinzugeben.
So, jetzt den Reis hinzugeben. Und den Reis unterlegen. So, jetzt kommt etwas von meiner heiß geliebten Austernsoße hinein. Und noch ein bisschen Sojasauce.